Gerade wenige Wochen ist es her, da hat Putin mit dem kleinen Raketenmann aus Nordkorea Little Rocket Man. Ein Abkommen geschlossen, in dem sich beide Länder zusichern, gegenseitig Beistand zu leisten. Und Deutschland hat nichts Besseres zu tun, als sich jetzt plötzlich auch noch mit Nordkorea anzulegen. Versaut es euch da am besten gleich noch mit Indien und Pakistan. Ich meine, das sind ja auch nur Atommächte. Ich bin so wütend, ich könnte spucken. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Durchfahrt durch südchinesische Meer gewährleistet bleibt. Also wenn ihr was im Auftrag der USA-Besatzer macht, dann ist es ein Gewährleisten zur Sicherstellung. Aber wenn Russland irgendwas macht, dann ist es Provokation und Angriff. Besser! Wechsel! Durch unsere Präsenz, durch klares Zeigen von Flagge. Ich bin mir sicher, dass Nordkorea vor eurer Gurkentruppe ganz sicher zittern wird. Durch Übernahme von Verantwortung, dann sind das die Signale, die auf allen Seiten verstanden werden. Also ihr zieht in den Krieg gegen Russland. Okay, das haben wir ja jetzt kapiert. Dann wollt ihr natürlich im Gazastreifen auch noch ordentlich mitmischen. Und dann jetzt da hinten wollt ihr noch China und Nordkorea und so weiter auch noch provozieren. Ein Mehrfrontenkrieg, das hatten wir doch schon mal. Hat ja hervorragend funktioniert. Zumindest hatten die damals Waffen. Ihr habt ja nichts mehr. Und das, was ihr habt, ist Schrott. Es ist schwierig, noch da durchzudringen. Auch für uns und für Europa insgesamt ist es von großer Bedeutung, dass der Indopazifik stabil ist. Ja, nur mit welchen Waffen wollt ihr das denn sicherstellen? Es hat doch alles euer Größenwahnsinniger in Kiew. Sie wünschen sich Unwissenheit. Dass auch im Indopazifik, so wie überall anders auf der Welt. Du meinst also überall da, wo die USA-Besatzer euch befehlen, hinzugehen, um unsere Leute zu verheizen. Für Konflikte, die uns überhaupt gar nichts angehen. Dafür werden unsere Soldaten, unsere Söhne, unsere Brüder, unsere Freunde benutzt. Und welchen Fehler ist das? Die regelbasierte internationale Ordnung gilt und eingehalten wird und geschützt wird. Und ihr maßt euch an, dass das, was ihr sagt, die Ordnung und der Maßstab ist. Natürlich im Auftrag der USA-Besatzer. Und solange ihr glaubt, dass das eure Freunde sind, habt ihr noch die große Klappe. Aber glaubt man nicht, dass die Amerikaner für euch einstehen werden. Sind wir fertig? Sollte euch dieses Video aber gefallen haben, lasst mir doch ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Hölle, vielleicht alles auf einmal. Bis zum nächsten Video. Hey, sorgt mal für Ruhe. Ich versuche hier gerade euren Planeten vor nuklearer Verwüstung zu retten, klar?